Hallo Freunde von Eingeschenkt TV. Wir haben uns jetzt heute mal ganz schnell nochmal mit dem Rainer getroffen. Es geht um die Venezuela-Reise. Ihr werdet euch sicher fragen, warum hat es so lange gedauert, warum passiert jetzt nichts? Wir haben uns darum bemüht, wirklich die Sache auf Nummer sicher zu gehen und ein Pressevisum für Venezuela zu erhalten, um unsere Verweildauer in venezolanischen Gefängnissen zu verringern. Unser Plan steht jetzt auch schon für die Reise. Rainer, was denkst du, wie sieht's aus? Ja, also das war ganz wichtig, diese Vorbereitungsphase, weil man ja, wenn man so heikle Themen untersuchen will, wie wir das auch wollen, die geopolitischen Hintergründe der Krise, aber auch natürlich den Anteil des Scheiterns des Sozialismus, der sich ja auch in einigen Bereichen abzeichnet, zu untersuchen, dann muss natürlich schon klar sein, dass wir jetzt nicht da wirklich auf dünnem Eis und illegal quasi im Land, in Venezuela, in diesem Krisenland Journalismus betreiben wollen, sondern dass wir als völlig neutrale, sachliche Beobachter, die dem Land gegenüber wohlgesonnen sind, die einfach zu einer Lösung des Konflikts auch einen Aufklärungsbeitrag leisten wollen, unterwegs sind. Mhm. Das hat der venezolanische Botschafter auch erkannt, unterstützt uns, hat jetzt gesagt, die beste Lösung wäre wohl, dass ich eben ein Visa de Cortesia bekomme, das heißt von der Regierung quasi eingeladen bin. Und für Eingeschenkt TV braucht es natürlich ein Pressevisum. Da gibt es relativ hohe Hürden in Venezuela, weil eben die Situation angespannt ist. Das ist in anderen Ländern der Welt auch ähnlich. Wir mussten da jetzt einen genauen Plan vorlegen, wo wir genau hin wollen, wen wir alles treffen wollen, wo wir Gespräche führen wollen. Und das haben wir jetzt vorlegen können. Da haben Unterstützer von uns in Venezuela hart gearbeitet die letzten Wochen, um diesen dichten Zeitplan auszuarbeiten. Und ich denke, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Jetzt mahlen die Mühlen des Informationsministeriums in Venezuela und der Botschaft. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir innerhalb von ungefähr 4 bis 5 Wochen die Visa auf dem Tisch haben müssten. Und dann laufen wir eben nicht Gefahr, ähnlich in Verdacht zu geraten, wie das bei Billy Sixt der Fall war, der ja 119 Tage in Geheimdiensthaft geschmachtet ist, wobei da der Hintergrund noch ein bisschen ein anderer war. Danke, Rainer, erstmal für die Information. An euch da draußen, vielen Dank erstmal, dass ihr uns so reichlich gespendet habt. Es sind jetzt 2.500 Euro im Topf. Das reicht noch nicht ganz. Wir hatten das Limit so von 3.300 Euro angepeilt. Also wäre schön, wenn da noch ein bisschen von eurer Seite was kommt. Es wird wirklich nur für die Reise ausgegeben. Und damit ihr hundertprozentig und richtig informiert werdet über die Situation in der Welt. Alles klar, vielen Dank. Rainer, schön, dass du da warst. Ja, ich wollte noch ganz kurz ergänzen, dass es eben auch wichtig ist, jetzt in dieser sich zuspitzenden Phase wirklich vor Ort dann zu recherchieren. Denn es ist wirklich momentan die heiße Phase, wo eben die USA in Richtung Militärputsch pushen. Es ist ja jetzt gescheitert am 30. April. Es wird jetzt so ein Stück weit kaschiert, dass letztendlich Guaido eigentlich nicht besonders viel Rückhalt in den Streitkräften hat. Jetzt kam aber auch raus, dass der Blackwater-Gründer Eric Prince plant, eine 5.000-Mann-Söldnerarmee auf die Beine zu stellen, sucht da $20 Millionen Privatinvestment. Das kann er leicht zusammenbekommen. Also die Frage ist dann natürlich auch, gibt es vielleicht dann irgendwelche privaten Akteure, die eingreifen würden? Trump hat ja gesagt, er will mit dem Militär nicht rein. Er hat jetzt ein 1,5-stündiges Telefonat geführt mit Putin. Das heißt, die Chance besteht vielleicht, dass im Hintergrund doch schon Dialogfäden gesponnen werden. Und das wäre sicherlich die beste Lösung fürs Land, dass auch Maduro und Donald Trump direkt in Dialog treten. Aber alles ist gerade momentan sehr angespannt, sehr gereizt, sehr nervös, die Situation. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir da auch einen Aufklärungsbeitrag leisten und eben zeigen, Dialog, Aufklärung ist der bessere Weg, als wie jetzt schneller militärisch und mit auch Wirtschaftskrieg eben weiter einen Weg zu verfolgen, unter dem hauptsächlich die ärmsten Venezolaner am meisten leiden. Okay, also dann, ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald in Venezuela. Und tschüss.